Eine Anfrage haben wir gekriegt vom Stefan. Der will, dass wir ihn zwei Wohnmobile oder dass wir mal in zwei Wohnmobile reinschauen und das filmen. Und offensichtlich hat der Stefan ein komfortabel ausgestattetes Wohnmobil für sich ausgesucht. Denn wir stehen schon vor dem ersten, das ist der Sun 1 von Knaus. Ein 9 Meter Mobil vermutlich. Und da schauen wir uns jetzt gleich einmal auf die Aufstellung, was da alles so vorhanden ist. Also dieser Sun 1 oder Sun i 900 LEG mit 130 PS Motor und einiges an Extras kostet 105.000 Euro Listenpreis und der hat eine Länge von 8,82 Meter und ist im fahrbereiten Zustand 4 Tonnen schwer bis 5,5 Tonnen zugelassen. Also das ist schon ein ordentliches Gerät. Jetzt schaue ich gerade noch die Fahrzeugbreite, die sind 2,34 Meter. So, und dann schauen wir mal, wenn wir reinkommen, schauen wir rein. Was man schon mal sagen kann, die Eingangstür, die ist schön breit und auch eine praktische Einkaufstasche hängt da gleich. Also, Stefan, das ist ein edles Fahrzeug und wird auch gerne angeschaut. Da haben wir hier die Sitzgruppe mit einem Tisch, der ist klappbar. Das finde ich schon mal gut. Also hier können auch die Personen, die hier mitfahren können, dürfen sollen, die finden hier auch Platz. Auch das Cockpit ist ein Fiat-Cockpit und es sieht sehr gut aus. Ich würde auch sagen, mit der Rückfahrkamera, das ist definitiv geschickt gelöst. Das ist das normale Fiat-Cockpit und was dann eingebaut wurde vom Wohnmobil, hat Knaus sehr schön gemacht. Also es gibt optisch definitiv was her. Der Küchenbereich, haben wir hier eine große Küche mit Dreiflammherd und vielen Schränken. Das sieht gut aus, da kann man auch was anfangen damit. Ja, natürlich, also bei dieser Preiskategorie muss das auch was bringen. Das sind große Fächer. Das ist eigentlich Idyll. Schön integriert. Ja. Die Stauflächen. Mhm. Ja, da könnte man noch ein Brett einlegen. Da ist ein Einlegebrett drin. Also kann man Töpfe reinstellen. So, dann haben wir hier das Badezimmer. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt... Kann man hier... Nein, nicht hier. Ah ja, das kann man hier abtrennen nach vorne. Rosi, mach's mal zu. Ja. Jawohl. Ah, das geht so. Da haben wir hier, Toilette. Ah, die ist aber groß. Ja. Da kann man sogar während der Fahrt drauf sitzen und das Fenster rausschauen. Also, nicht schlecht. Die Dusche, ganz toll. Der Radkasten ist allerdings vorhanden, aber der ist nicht zu groß. Also, ich denke, da kann man trotzdem gut drinnen stehen. Die Dusche ist sehr groß. Also ein Schutz wahrscheinlich. Ja, ja. Und hier Waschbecken. Das sieht auch elegant aus, würde ich sagen. Sehr, sehr edles Fahrzeug. Ja, sieht sehr elegant aus. Es sind getrennte Betten, aber die sind anders getrennt als bei uns. Also das ist schon... Ja, nur in der Mitte etwas zum Einsteigen. Ja, ja. Ja, das ist breiter, weil das Fahrzeug ja breiter ist. Mhm, ja. Das Fahrzeug ist etwas breiter. Ablagefläche ist auch oben. Oben, hinter, ja. Schränke. Einziger Kritikpunkt, den ich anbringen muss. Die Fenster sind nicht ganz hinten beim Kopf untergebracht, was immer für mich ein ganz wichtiges Kriterium ist, weil wenn ich im Bett liege, dann schaue ich sehr gern zum Fenster aus, beziehungsweise lasse mir die frische Luft um die Nase wehen. Das geht hier leider nicht. Hier ist schon der Kleiderschrank. Und hier haben wir den Kleiderschrank. Ja, und auf der anderen Seite hat Schubladen. Das finde ich auch sehr gut. Viele Wohnmobilhersteller machen auf beiden Seiten einen Kleiderschrank und das braucht man nicht. Schublade ist da wesentlich sinnvoller. Also. Aber die Stufen kann man nicht aufmachen? Also Stufen lassen sich nicht aufmachen. Schönes Auto, wir gehen wieder raus. Die Leute wollen rein und kaufen dir das weg, wenn du nicht schnell bist. Was wir hier schauen. Da haben wir noch einen großen Kleiderschrank mit Stange und dann unten dann noch entsprechende Bretter, wo man seine Utensilien unterbringen kann. So, auch dabei ist natürlich ein Hubbett.
Und so macht das Auto ein sehr schönes Raumgefühl und auch die Breite kommt hier zum Tragen. Und der Tisch ist also sensationell toll. So, dann haben wir die Heckgarage. Ja, die ist durch das, dass das Bett etwas größer ist, hat man hier die Wulst, die aber meines Erachtens gar nicht stört. Denn wenn man hier zwei Fahrräder reinstellt, kriegt man die rein trotz der Wulst. Und diese Wulst ist eh ein Raum in der Garage in der Höhe, den man nicht so nutzt, weil man stapelt nicht so hoch. Der Bereich ist eigentlich von uns auch nicht mit Gegenständen belegt. Hier werden wir die Gasflaschen drin haben. Ah, nee, das ist ein Durchkritter. Das ist der Schrank unterhalb vom Bett. Das ist der Kleiderschrank. Den kann man also auch von hinten dran gehen. Also, ja, das, man sieht schon, also da ist was dabei gedacht worden. Was ich auch toll finde, ist, dass man die Tanks hier zum Reinigen, einmal Frischwassertank oder einmal Abwassertank zum Reinigen von der Garage aus reinkommt. Es ist ein Doppelachser. Die Firma Knaus hat sich was dabei gedacht, wie sie das Auto konstruiert hat. Es sind tolle Details drinnen. Ossi, wie gefällt es dir? Nicht schlecht. Heißt ja auch Luxusliner, oder? Luxusliner. Nicht schlecht. Ja. Wir bleiben bei unserem Gustl, weil wir den schon bezahlt haben und weil der uns auch lang genug ist. Aber es ist ein tolles Fahrzeug, das muss man ganz klar sagen. Ja. Also wir hoffen, wir konnten einen kleinen Einblick geben. Hier stehen die Leute Schlange und es war jetzt halt etwas verkürzt, aber für einen ersten Eindruck vielleicht ganz hilfreich. Wenn wir irgendwo blaue Flecken haben, dann kommt es von den Fahrzeugbesichtigungen. Ja, weil da ein Mordsgedränge ist. Also, auf zum nächsten, oder? Jawohl, wir bringen ein weiteres Video. Das war der Knaus Sun i 900 LEG.